Du Flo, was machen wir heute Abend? Dasselbe wie jeden Abend, Dela. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Och nee, dazu bin ich zu müde. Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden. Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas außergewöhnlichen Folge Dela-Terra-Tour mit Flo. Ich bin die Dela und bei mir ist der Flo. Hallo Flo. Hallo Dela. Ja, ich möchte dazu sagen, ich bin nicht freiwillig hier. Ja, aber das warst du für dieses ganze Format noch nie. Von daher ist das, glaube ich, nichts Erwähnenswertes. Freunde, ja, was machen wir denn heute? Ja, weshalb das eine außergewöhnliche Folge sein wird. Ihr habt ja schon in der letzten Folge gehört, dass wir vorhaben, dieses Format ein bisschen umzustrukturieren. Und jetzt im neuen Jahr und so weiter muss man ja auch neue Dinge angehen. Und da haben wir überlegt, dass wir quasi ab Januar das neue Format starten. Ja, nur haben wir noch überhaupt kein Konzept für das neue Format. Und deswegen habe ich gedacht, wir nutzen diese erste Folge, um quasi so ein bisschen live brainstormen. Ja, keine Ahnung, wie desaströs das wird, aber ich habe ein paar Ideen. Und Flo, du vielleicht eventuell möglicherweise auch. Ja, so ein bisschen was. Ich bin gespannt, was da übereinander passt. Wer soll denn den ersten Elevator-Pledge machen? Fang du mal an. Okay. Ich hätte vorgeschlagen, wir machen ein Stichwortformat. Im Sinne von, wir machen eine Liste auf, dass auch die auch über diverse soziale Medien abrufbar ist. Und da können Menschen, entweder wir selber, aber auch eben andere Menschen, uns Stichworte zuwerfen. Zum Beispiel, irgendjemand wirft uns das Stichwort Sexroboter zu. Und wir müssen dann quasi über die Bücher reden, die wir gelesen haben, die in irgendeiner Form eine Verbindung zu Sexrobotern haben. Da würde mir bei dir zum Beispiel spontan diverse Science-Fiction-Geschichten einfallen, die du mir schon mal irgendwann nahegelegt hast. Und bei mir würde dann zum Beispiel das eine Adrian Meyer-Buch sofort einfallen. Das heißt, selbst bei so abstrusen Stichworten würde mir jetzt tatsächlich direkt aus dem Kopf mindestens zwei Sachen einfallen, die wir dazu erzählen würden. Ja, das ist eine Idee. Das Problem ist, nachdem du Sexroboter gesagt hast, ist mir gar nichts mehr eingefallen. Naja, aber wir werden ja auch eine gewisse Vorlaufzeit haben. Ne? Ja, also, stimmt auch. Also man kann ja schon in den Listen ein bisschen wühlen, genau. Was man denn das alles hatte. Nein, das ist schon gut machbar, ja. Und ich sag mal so, das hat den gesteigerten Vorteil des erhöhten Trollpotenzials. Das heißt, wenn Menschen uns wirklich ärgern wollen, können sie uns da halt irgendwelche abstruse Stichworte dazu werfen. Und ich hätte jetzt quasi, um den Schwierigkeitsgrad noch ein wenig zu erhöhen, beziehungsweise den Chaotischkeitsgrad, wenn wir wirklich mal ein Stichwort ziehen, von dem wir so überhaupt keine Ahnung haben oder wo wir noch nie was gelesen haben, können wir Variante A entweder interessante Bücher danach suchen, dass wir dann quasi die auf unseren Stapel legen. Das wird zwar wieder teuer, aber das wird diese Folge, oder das ist diese Sendung für mich sowieso immer. Oder, wir könnten das so machen wie bei dir mit der Oktopudeli-Folge von Alt und Verbittert, dass wir dann versuchen, aus diesem Stichwort selbst ein zufallsgeneriertes Buch zu erfinden. Oh je, ja. Also mein Jammern ist nicht, dass ich dagegen bin, sondern ich leide nur schon mal ein bisschen vor. Ja, das können wir machen. Ich meine, wir werden natürlich auch selber Stichworte da draufschreiben. Das heißt, meinetwegen Science-Fiction-Romane der 1920er. Na? Also du kannst dann, wir haben dann trotzdem noch die Möglichkeit, über Themen zu reden, die uns wirklich interessieren. Von daher halten wir uns, glaube ich, damit relativ viel offen, aber wir haben eben nicht mehr
diese Limitierung auf nur Bücher, die wir in diesem Monat gelesen haben. Aber denkst du, das reicht aus, um eine ganze Sendung zu füllen? Denn hier hätte ich jetzt meinen ersten Vorschlag. Ja. Warum ein Konzept, wenn wir viele haben könnten? Ja. Also zum Beispiel, wir könnten abwechselnd uns jeder selbst ein Thema ausdenken. Also in Folge 1 ich, in Folge 2 du. Mhm. Dann machen wir das Fremdthema. Mhm. Und was ich aber auch behalten wollen würde, aber halt nicht in diesem festen Raum. Was haben wir denn gelesen? Weil mein Problem dabei war ja, wir haben uns sehr wiederholt. Ja. Aber trotzdem haben wir doch jeden Monat so ein, zwei Highlights oder Lowlights. Ja. Dass wir zumindest die vorstellen. Ich hätte tatsächlich gesagt, wir legen uns fest pro Monat. Also warte, wir müssen anders an die Sache rangehen. Wollen wir denn bei diesem monatlichen, grob monatlichen Zeitraum bleiben? Pro Monat eine Folge. Ich würde sagen, das ist kein schlechter Rhythmus. Ich denke es eben auch, weil ansonsten wird das auch wieder astronomisch im Arbeitsaufwand steigen. Genau. Dann hätte ich den folgenden Vorschlag. Wir machen das so. Eine Folge du, eine Folge ich, eine Folge da, wer auch immer uns diesen Vorschlag gemacht hat. Und in jeder Folge nochmal eine Top 3 von unseren Büchern dieses Monats. Dann sind wir auf 3 Bücher begrenzt. Genau. Kriegt das wie eine Idee? Ja. Und wenn uns irgendwas ganz Besonderes jetzt noch aufgefallen ist, oder wenn jemand mal eine Quadrilogie hat. Genau. Also wir müssen ja nicht es nicht so ernst nehmen. Richtig, also ich meine, ja. Wir können in Zwischenfolgen ja auch immer reinschieben, wenn wir es wollen. Genau. Es geht halt nur darum, dass wir einen mehr oder weniger verlässlichen Sendungsplan haben. Na, also dass wir grundsätzlich für uns selber erstmal ein Konzept haben. Genau. Und wie sich das entwickelt, das werden wir sehen. Und da könnt ihr uns auch gerne mitteilen, was ihr davon haltet, wovon ihr mehr wollt, wovon ihr weniger wollt. Ob ihr es überhaupt wollt. Also ich habe auf jeden Fall bis jetzt zu dieser ganzen Diskussion genau eine Stimme gehört. Und das war die vom lieben Herrn Ralf. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und der liebe Herr Ralf hat zu mir gesagt, er hat die Delateratur-Folgen vermisst. Weil er das mag, wenn wir über schwachsinnige Bücher reden. Ja, das werden wir auf jeden Fall weiter tun. Richtig, genau. Und ich sag mal so, die Möglichkeit bestünde ja gegebenenfalls, das will ich aber nicht versprechen, auch weiterhin, dass wir sagen, okay, ihr habt jetzt irgendein Thema, für das ihr voll brennt und ihr seid da voll die Nerds drin und habt da voll die Ahnung, jetzt gesponnen meinetwegen irgendwelche Star Trek-Romane oder, na, ihr wisst, was ich meine, dann könnt ihr da eventuell euch auch melden und dann machen wir vielleicht mal eine Folge mit Gästen, das wäre ja auch möglich. Da hätte ich überhaupt kein Problem mit. Dann müssen wir weniger reden. Genau. Oder zum Beispiel, wie es ja ganz in den Anfangstagen von Delateratur mal war, da habe ich ja ab und zu so Interviewformate gehabt mit Autoren. Mhm. Das habe ich jetzt alles ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, weil es halt tatsächlich auch relativ viel Arbeit ist. Aber das kann man möglicherweise auch nochmal als Sonderfolge da einfließen lassen. Genau, wir sind ja nicht begrenzt auf die monatlichen Folgen. Genau. Ja, das klingt eigentlich ganz gut. Aber was hältst du denn davon, wenn wir unsere erste Folge im neuen Jahr, wenn wir dieser Folge ein spezielles Thema geben, nämlich einen Rückblick auf das Jahr 2022? Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Die Rückblickfolge möchtest du machen im Januar? Anfang Januar, ja. Anfang Januar, okay. Und das ist dann auch die Januarfolge. Also die kommt nicht bis zum 31. Dezember dieses Jahr, logischerweise, weil Zeitreisen schwierig, aber... Nein, ich würde sagen, das hier hauen wir jetzt doch im Dezember raus. Okay. Und dann gibt es im Januar den Rückblick und Anfang Januar und wer weiß, ob es Ende Januar dann schon die erste oder die zweite neue Folge dann gibt. Okay, das klingt nach einem Konzept, das können wir tun. Dann habe ich zwar diese Folge vollkommen falsch anmoderiert, aber das fällt ja niemanden auf, weil diesen Mist eh niemand hört.
Du hast das anmoderiert. Ja, ich habe, glaube ich, irgendwas erzählt, dass wir schon im neuen Jahr wären. Aber das ist egal, das habt ihr alles nicht gehört. Ja. Ach, seien wir ehrlich, seit 2020 hat keiner mehr Ahnung, welchem Jahr wir sind. Ja, das stimmt. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir das so. Und ihr dürft gerne jetzt, ab jetzt, wenn ich diese Folge dann veröffentliche, gerne auch eure Vorschläge schon mal in den Raum werfen. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, wie man das Format noch ein bisschen aufrüsteln kann. Und so. Ja, schmeißt uns schöne Themen rein. Was weiß ich, mittelalterliche Liebesdramen oder... ich habe keine Ahnung. Ja, also auf jeden Fall, euch fällt da schon was ein. Und ich glaube, ihr seid da auch ein bisschen kreativer als wir. Weil ihr denkt wie Trolle und wir denken, zumindest was Literatur angeht, doch relativ akademisch, glaube ich. Aber zum Beispiel so Sachen wie, was sind eure Lieblings-Kannibalen-Kochbücher? Erschreckenderweise hätte ich da Antworten. Ich auch, das ist ja das Schlimme. Und deswegen befürchte ich ja, dass dieses Format funktionieren kann. Ja. Gut. Dann wollen wir das so erstmal ein bisschen in Stein meißeln, bis wir was anderes sagen. Genau. Okay. Ich freue mich dann drauf, bald wieder mit dir über Bücher reden zu können. Ja, ich mich auch. Das wird super. Alles klar. Ich beende die Aufnahme. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und wir hören uns dann spätestens im Januar wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Das war Delateratur mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause Delasaster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.